Sturdy Casing, schon besser. So, klick. Zentrifuge. Die sollten wir auch in der Nähe eigentlich aufbauen. Die ist nämlich später dazu da, die Honigwaben zu zentrifugieren. Also den Honig aus den Waben rauszutrennen. Und dann bekommt man sinnvollerweise den Honig und die zerhackstückelten Waben, also Wachs. Und den Wachs kann man dann benutzen, um einfache Cans herzustellen für Flüssigkeiten. Wodurch wir dann kein Tin mehr verbrauchen, auch wenn wir nicht mehr wirklich Tin-Probleme haben. Aber ja. Achso, und Essen sollte ich nicht vergessen. Oh. Das war eben in dem Zeitraffer. Was ist mit der Maus los? Geh weg. Wo ist die Pickaxe? Da. So. Das war eben im Zeitraffer schon ein bisschen problematisch. Das fiel mir erst beim Hinterhergucken auf, dass ich ja doch recht wenig Haxen übrig hatte. War schon knapp vorm Verhungern. So, also dich setzen wir jetzt mal. Du weg. Zentrifuge hier oben drauf. Haben wir noch einen? Ah, die verbinden sich nicht, ne? Ah, Mist. Gib mir mal einen Leadstone. Haben wir sowas noch? Nö, haben wir nicht. Okay, dann müssen wir die Kabel kurz neu machen. Yeah, hier runter. So. Du weg, du weg, du weg. Krieg jetzt richtiges Hightech-Zeug hier. So. Hier wieder raus. Flop. Du da, du rauf. So, da schmeißt man das Zeug einfach rein. Hier kommt es raus. Wir pumpen das nachher wahrscheinlich von oben ab. Von der Seite rein oder wie auch immer. Weil das kann man ruhig automatisch machen. Das Schleudern von den Waben. Aber gut, Quest abgeben. Du da und weg vom Gackern. So. Wir bekommen Tropical Hives. Oder ein Reward Pack. Und wir kriegen eine Princess, wir kriegen Viertelherz, wir kriegen einen Treealizer und einen Beealizer. Beide Sachen, die man recht leicht hätte herstellen können. Also wenn man es gewöhnt ist, wie man das macht. Oh, da ist noch eine Aufgabe. Wir müssen den Beealizer und den Treealizer abgeben? Ah, okay. Ja, ich unterschätze sie immer wieder. Also JadeCat, sie gibt uns jetzt die beiden Sachen hier. Das heißt, es macht uns das Spiel einfacher, weil wir sie haben. Aber sie nimmt sie auch wieder weg, sobald wir nämlich den ersten Honig haben. Oder wie jetzt? Nee, wir haben das noch nicht bekommen. Okay, wir müssen jetzt ein Beealizer und ein Treealizer bauen. Und abgeben? Und wir bekommen ihn dann wieder? Was? Okay. Also, Treealizer. Was braucht der Treealizer? Treealizer da. Hä? Achso, der braucht Kupfer und nicht hin. Okay, also wir brauchen 4 Kupferbarren. Und wir brauchen noch einen Diamanten. 1, 2, 3, 4. Dia, so. Und haben wir... Ah ne, Kampf war das. Genau, ein Parched Kampf, wie auch immer. Den können wir schon mal schleudern. Damit wir einen Tropfen Honig bekommen, wenn wir Glück haben. Dun, 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 dun. Beewax Honey Drop, sehr gut. Carpenter, du stellst bitte her. Wie war das? So... So, und wir haben nicht genug Redstone. So. Okay, Redstone kurz holen. Dim, 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 dim. Redstone. Falsches Ding, da. So. Da müsste die Quest jetzt auch fertig sein. Und ich hole derweil... Haben wir noch Scoops hier drin? Nee, aber wir haben ganz viele Honigwaben.
brauchen sehr, sehr, sehr viel Honig. Weil der Treelizer und der Bierle... Beim Treelizer weiß ich es gar nicht. Aber beim Bierlizer müssen wir für jeden Scan-Vorgang von einer Biene. Also vor dem Züchten muss man immer gucken, welche Biene man mit welcher Biene kombinieren will, um ein möglichst schönes Ergebnis zu bekommen. Und für jeden Scan-Vorgang muss man einen Honigtropfen benutzen. Und wie ihr sehen könnt, es kommt nicht jedes Mal Honig raus. Okay, also Treelizer ist fertig. Dann hätte ich jetzt gerne das so. Und den Bierlizer. Plop. Und ich glaube, Eier brauchen wir noch. Ja, damit. Haben wir übrigens schon ein Hühnchen eingefangen? Chicken? Oh, wir haben Chicken-Spawn-Eier. Okay, dann brauchen wir noch kein Dingens. Ich habe nur gerade Gedanken gemacht, da wir jetzt ja eine andere Version haben und es angeblich schwieriger ist, dass man die bekommt. Wäre es schade, wenn die jetzt irgendwann doch sterben sollten. Spätestens, wenn ich den Boden rausreiß und durch Bricks ersetze, putzen die wahrscheinlich runter. Dass wir denn keine Möglichkeit hätten, wieder an Bienen, an Hühnchen reinzukommen. Aber dank dieses Spawn-Eier dürfte das ja alles klappen. So, bist du fertig? Nö. Brauchst ganz schön lange. Kommt der... Warum hat der Dynamo keinen Strom? Wird das alles hier verballert? Du exportierst Lava. Bist am ME-System angeschlossen. Richtig? Richtig. Was ist das Kabel hier? Er pumpt durchgehend Lava nach. Nö, es wird dann alles sofort verbraucht. Von dem Bierlizer? Der ist doch fertig. Das Ding dreht sich auch nicht mehr. Hier arbeitet nichts. Ja, der Squeezer arbeitet noch, stimmt. Und der Squeezer schafft es, den gesamten Dynamo leer zu lutschen? Okay. Na gut, wir kümmern uns weiter um die Quests. Menü ist halt mit. Sowas hätten wir denn gerne. Mehr tropische Bienen? Oder ein Bag. Ich denke, 5 tropische Bienen reicht schon. Wir brauchen eigentlich nur eine einzige tropische Prinzessin. Naja, okay, es ist besser, wenn man 2 oder 3 hat, falls man Pech hat und dann das beim Züchten schief läuft. Aber 5 sollten echt reichen. Und im Notfall kann ich sie immer noch züchten. Ich glaube, ich nehme lieber ein Reward Bag. Und guck mal, was da Schönes bei rauskommt. So, nimm, bam. Eine TNT-Angel. Das ist kein... Könnte ich den Turm zerstören? Nein. Nur ein Teil davon. Ich brauche echt einen Platz, wo ich Sachen ausprobiere. Was ich auch ruhig zerstören kann. Weil wenn ich das jetzt irgendwo hinwerfe, dann wird meine Plattform kaputt gemacht. Und das will ich nicht. Na gut. Nächste Quest. Breeding. 16 Honeycombs. Als Belohnung bekommen wir Forest Princess. Okay. Dafür bräuchten wir jetzt aber erstmal richtige Bienenstöcke, die wir vorhin opfern mussten, was nicht so nett war. Das heißt, wir brauchen mehr Holz. Zwar das Holz da. Ah nee, den Apiary haben wir noch. Sehr gut. Ja, Lilypads haben wir nicht. Ich will keine Wüstenbienen züchten. Hier war ein Biom, oder? Hier war River. River ist auch Lilypad. Desert. River. Desert. Oh, kacke. Desert. Komm schon, gib mir irgendwo einen Forest. River. Magical Forest. Ich weiß nicht, was beim Magical Forest gemacht werden muss. Desert. Tiger ist kalt. Okay, ich flieg mal ganz kurz ein bisschen in die Richtung hier. River, Desert. Sind umgeben von Wüste. Oh, Forest. Ist das ein größeres Forest? Ja, das ist ein größeres Forestgebiet. Oh, sehr schön. Und hier ist auch so ein komischer Arcana-Knotenpunkt. Guti, dann bauen wir. Also ich habe mir gerade überlegt, einfach hier eine Brücke zu bauen. Bis zum Forest hin. Und dann da hinten sowohl ein Spawngebiet für Viecher zu stellen,
als auch die Bienenzucht. Alternativ könnten wir die Oberwelt anfangen zu bauen. Weil eigentlich soll hier über den Würfel später die eigentliche Welt. So auf Höhe 100 vielleicht. 100 ist eine schöne Zahl. Ja, das muss ich mir überlegen. Weil Bienenzucht und Tierspawngebiet und sowas alles, das kann ja ruhig auch oben sein auf der natürlichen Welt. Also Plan war ja halt, diese Kruste oben auf der Welt zu haben. Und auf dieser Kruste sieht es so aus, als wäre es eine stinknormale Vanilla-Minecraft-generierte Welt. Und unten drunter sind halt die Zwerge, die das alles zusammenbauen, dass die Welt so funktioniert, wie sie funktioniert. Und zwar in diesem kleinen Borgwürfel da unten. Haken da dran, wenn wir die Oberwelt über den Würfel rübersetzen, können wir unsere Sachen hier nicht mehr anbauen. Das ist schon mal nicht so schön. Aber das brauchen wir dann später wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Das heißt, ich werde die Oberwelt wahrscheinlich aufbauen, aber erstmal hier westlich von unserem Würfel. Haben wir genug Abstand zu den Wolkenblöcken? Haben wir überhaupt Wolkenblöcke? Und ja, da haben wir mehr als genug Abstand. Okay. Die regulären Wolken sind allerdings schon bei 130. Was machst du denn hier, kleiner Knoten? Also wir haben dann von 100 bis 130 nur die Welt. Das ist ein wenig doof. Ich hätte den Würfel von vornherein ein bisschen weiter unten ansetzen sollen. Also wenn ich genau gewusst hätte, wie... Ja, ich wusste fast, wie der Würfel aussehen soll. Das war mein Fehler. Ich hätte den Würfel dann so hinstellen sollen, dass die unterste Ebene des Würfels, also das, was ich hier unten im Zeitraffer gebaut habe, dass das auf Höhe, keine Ahnung, 10 ist. Dann wäre die unterste Ebene 10, die nächste Ebene 20, die nächste Ebene 30, da hätten wir viel mehr Platz für die Oberwelt gehabt. Ich könnte jetzt die Oberwelt über den Wolken bauen. Haben wir nicht mehr die schöne Zahl 100? Wir haben nicht mehr die Vanillawolken. Aber, da das ganze Ding ja eh ein künstliches Konstrukt ist, könnten wir es auf 150 bauen. Und dann sind die Wolken da einfach unsere regulären Wolken. Und die Wolken da unten ignorieren wir. Problem ist, dass es hier so ein bisschen diesig aussieht. Weil wir halt zu hoch sind. Kann das sein? Haben wir noch irgendwas Baumaterialmäßiges dabei? Ja, haben wir. Flieg mal hoch da. Und bauen wir hier einfach ein bisschen was hin. So. Ich will gucken, ob das Nebeleffekt hier oben gibt oder ob ich mir das gerade nur einbilde. Naja, das sieht normal aus. Bisschen weiter weg. Sieht es immer noch normal aus. Nee, also den Nebel bilde ich mir nur ein, oder es ist, weil ich runter gucke und unten nichts mehr sehe. Ja, also das hört sich für mich momentan mit am besten an. Ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben, was für Ideen ihr noch hättet. Also ich würde jetzt ganz gerne westlich von dem Würfel erstmal auf der Höhe des Würfels eine Mini-Plattform bauen für die Bienen. Aber dann demnächst später auch anfangen mit der eigentlichen Welt und da oben dann die Bienenzucht machen und die Baumzucht. Weil das ist halt ziemlich natürlich. Da sieht man keine Maschine, sieht man keine Kabel, das passt soweit alles. Ja, gut. Denn es ist jetzt wieder Zeit für einen kleinen Zeitraffer. Ich werde... Wir sind hier oben noch nicht mal fertig mit den Plattformen, ne? Also ja, ich denke, ich werde in diesem Zeitraffer die Plattform hier erstmal machen. Also die auf der obersten Ebene, die auf der mittleren Ebene. Damit die oberste und mittlere Ebene endlich mal fertig ist. Also bis denne.